Subway, die Fastfood-Kette mit den meisten Restaurants auf der Welt. Knapp 700 Filialen gibt es, alleine nur in Deutschland. Subway kennt man, ist an jeder Ecke, in jeder größeren und kleineren Stadt. Aber meine Person war noch nie in einem Subway. Ich bin gespannt, worauf ich mich heute einlasse. Die Kette arbeitet nach dem Franchise-Prinzip. Viele Betreiber verkaufen im gleichen Namen die gleichen Produkte. Kaum bin ich drin, muss ich auch schon bestellen. Was für ein Sub? Und das bleibt nicht die einzige Frage. Welches Brot? Ein ganzes? Mit Käse? Was für Gemüse? Welche Soße? Salz und Pfeffer? Sie feuerte wie ein Maschinengewehr hinaus, was sie von mir verlangt. Heißt, ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Bedeutete, ich habe irgendwann gesagt, ja, mach oder das, wie läuft's denn normal? Und ja, und hast du nicht gesehen? Also das war völlig konfus. Und konfus war ich dann auch irgendwann, also völlig überfordert. Bitte? Bitte was? Was ist Fajita? Hä? Ich weiß nicht, worum es geht. Welches Sandwich? Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich noch eine Frage an die Mitarbeiterin hinter der Theke stelle, hüpft die mir über die Theke und klatscht mir eine. Also von daher habe ich mich gar nicht mehr getraut, irgendetwas zu sagen. Irgendwas landet dann irgendwie in der Tüte. Also ich war völlig überrannt, denn die Mitarbeiterin hier vom Subway war so schnell und forderte Wissen ein, obwohl ich mehrfach gesagt habe, dass ich noch nie hier war. Heißt zack, 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 zack. So kann man nicht mit dem Kunden umgehen, vor allem wenn er noch nie da war. Und ich war noch nie bei Subway, heißt ich hatte keine Ahnung und ich habe jetzt irgendwas genommen, damit ich aus diesem Laden einfach wieder herauskomme. Nix wie away vom Subway. In meiner Küche schaue ich mir jetzt genau an, was ich da gekauft habe. So, Salätchen. Sagen wir mal so, lieblos ist übertrieben, aber schön ist untertrieben, weil mittlerweile, wenn man das von A nach B transportiert, sieht das natürlich auch nicht mehr so lustig aus. Vielleicht schmeckt es ja und das probiere ich jetzt mal. So, beim Caesar Salad wäre normalerweise Römersalat drin. Arschgeleckt, hier ist kein Römersalat drin, hier ist billiger Eisbergsalat drin. Ne? Frisch ist es. Und das Dressing schmeckt eher wie für einen Döner, anstatt wie für ein Caesar Salad Dressing. Übrigens, so sieht auch das Fleisch aus, wie von einem Döner runtergeschnitten. Jetzt probieren wir mal Hühnchen. Dönerfleisch auf dem Caesar Salad. So, jetzt packen wir mal so ein Päckchen aus. So, als erstes habe ich den Wrap ausgepackt. An sich sieht es nicht schlecht aus. Der Wrap hat auch ein bisschen Farbe, bedeutet, der Wrap ist ein bisschen eingefärbt worden, wahrscheinlich durch Tomatenmark, dass er ein bisschen nach was aussieht. Jetzt gucken wir mal rein und ehrlich gesagt, das ist schon nicht wirklich üppig. Gucken wir mal auf den Beleg, was der Wrap kostet. Lovely Chicken Fajita, nee, Chicken Fajita, fast 5 Euro kostet es bisschen und es sieht wirklich mager aus. Heißt ein bisschen Eisbergsalat, ein bisschen Soße, eine Gurke und wieder dieses in Anführungszeichen Dönerfleisch. So.
Also, es ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber es schmeckt halt alles nach Döner. So, jetzt probieren wir mal in Gänze. Und in Gänze überzeugt es mich nicht, irgendwie nicht gerade abwechslungsreich. Liebe Leute, das war wirklich ein unglaublicher Einheitsbrei. Auch wenn man so viele Produkte hatte, es schmeckt alles, Entschuldigung, beschissen gleich. Nur weil man ein anderes Topping drauf macht, heißt es noch nicht, dass es individuell ist. Schnitt, dürfen wir beschissen sagen? Ja, natürlich, Internet. So, lässt es drin? Ja. Okay. Das ist schon eine Vollkatastrophe und schmecken, da stelle ich mir für den Mittagstisch komplett was anderes vor. Mein Regisseur hat sich den Thunfisch-Sub ausgesucht. Und das ist so ein, ich sag mal, ein größeres Baguette. Das gibt es auch als halbes. So sieht es aus, wenn man es dann auspackt. Hässlich ist es nicht. Und jetzt schauen wir mal rein. So, wir haben Thunfisch, wir haben Soße und wir haben aber genau die gleichen Sachen wie eben im Salat und in unserem Wrap. Es ist genau dasselbe drin. Rote Zwiebel, Eisbergsalat, Jalapenos, Ebisi Soße und durchgemanschter Thunfisch. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, das zu probieren, weil ich kenne ja den Geschmack. Also von daher, naja, ich probiere es trotzdem. So, gucken wir mal rein. Das ist ja dein Job, ne? Das ist mein Job, das stimmt. So, anderes Brot, aber das Brot ist ja auch gleich. Sie hat uns ja im Laden erklärt, dass das Brot immer gleich ist und dass die das nur mit Geschmack einpinseln. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Heißt, die haben 7 Sorten Brot oder 8 oder 9 oder was auch immer. Aber das ist immer das gleiche Brot, aber die pinseln das immer mit verschiedenen Geschmacksrichtungen ein. So, jetzt probieren wir mal. Schmeckt halt genauso wie der Fajita bzw. der Wrap, nur halt mit Thunfisch. Bäh. Durchgefallen. Natürlich muss der, der das produziert, also dieses sogenannte Sub, auch Geld verdienen. Überhaupt keine Frage. Aber wenn man mit so billigen Lebensmitteln und einem Brötchen, was quasi undefinierbar ist, weil der Geschmack aufgestrichen wird, und wenn man dann für 7,50 Euro die Leute abzockt, eigentlich wird man von so einem Ding satt, aber der Nährwert ist halt wirklich null und die Zutaten sind echt, echt billig. Dann gucken wir uns noch den vegetarischen Sub an. Aber auch der rockt mich nett. Muss ich nicht haben. Das erste Mal Subway essen. Freunde, wie soll ich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, es wird auch das letzte Mal gewesen sein. Mein Fazit ist, wenn man Subway kennt, die Brote kennt, die Auflagen kennt, die anderen, den ganzen anderen Rummelbums kennt mit den Soßen etc., dann sucht man sich garantiert das Beste für sich raus. Ich war noch nie dort, heißt A, war ich völlig überfordert und B, hat die Mitarbeiterin so schnell durchgezogen, dass ich froh war, wo ich raus war. Das Ergebnis, es schmeckt irgendwie alles gleich, es schmeckt irgendwie nach Döner um die Ecke. Und das brauche ich nicht. Und ich muss jetzt erstmal mit einem Schlückchen Wein den Geschmack wegbekommen. Stößchen.